Yo, von was geht ab? Mein Name ist Hek und willkommen auf meinem Kanal von Jafon. Heute gibt es wieder eine SBB und zwar, wir haben hier einen Headliner-Spieler und zwar Mertens. Sexy Karte auf jeden Fall am Start, ja. 835.000 Münzen bezahlt. Leider habe ich keine Coins mehr. Und wir haben einen Special Guest hier. Ja, der ist auch zum ersten Mal hier auf meinem Kanal. Ist eine Ehre, ja. Und zwar, Bossio, was geht ab, mein Freund? Oh, eine Ehre, Alter. Das geht ja runter wie Butter, ja. Geil. Ja, was geht ab? Heute erstmal auf Sekos Kanal am Start. Viele haben mir mal geschrieben, ich würde deinen Namen falsch aussprechen. Wieso sagst du Seko? Ich dachte, das ist richtig Seko, oder nicht? Ja, du kannst Seko sagen, aber eigentlich Seko. Okay, Seko. Wir haben natürlich auch bei Boss hier was gedreht, checkt auf jeden Fall aus. Und in der Videobeschreibung ist es verlinkt, ja. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Und ich hoffe, wir schaffen hier auch 1500 Likes. Schaffen wir, Bossio? Ganz klar, lasst ein Like da, Freunde. Und einen Kommentar. Ja, also, wir sind auf jeden Fall motiviert und wir fangen jetzt an. Und zwar, ich halte rein. Ich bin mir sicher, dass du einen hast. Also ganz klar. Ich weiß nicht, wieso ich sage. Ich weiß auch nicht, wieso ich den Spieler überhaupt genommen habe. So, ich habe auf der rechten Seite ein Spieler, der war früher mal meiner Meinung nach echt ein Talent, ja, und zwar Callejon. Und links habe ich einen, ich bin mir sicher, dass du den hast, und zwar den guten Hazard. Ach du Scheiße, ey. Ich habe Lozano aufgeschrieben und Costa. Oh, wichtig, Digga. Ja, oh, bei Hazard war ich echt, da dachte ich, okay, Bruder, komm. Dann machen wir mal direkt hier weiter. Und zwar, auf der rechten Seite habe ich von Barcelona, ja, und zwar Dembélé. Eine 84er Karte. Und dann auf der linken Seite habe ich Hazard. Ich hab, ja, ich dachte, okay, Dembélé rechts, dann hast du links wahrscheinlich irgendeinen von Napoli. Deswegen dachte ich, okay, cool, ist gegessen. Aber ich habe aufgeschrieben, Lozano und Hazard. Ja, ich suche gerade so Hazard, ne, aber ja, den brauchst du auch nicht mehr zu suchen. Weißt du, wen du suchen kannst? Ein Bronzetorwart. Fängt schon mal gut an. Ich darf meinen Hazard behalten und du nicht, Alter, geil. Gut, kommen wir zum Mittelfeld. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Mittelfeld. Bin sehr, sehr gespannt. Also, wir haben auf jeden Fall ein Icon am Start. Dachte ich mir schon, ich war mir nur nicht sicher, welcher Icon. Ich habe jetzt ein Icon am Start, wie gesagt. Ja, Haji. Dann in der Mitte habe ich. Wohin waren Ellen da am Start eigentlich? Jetzt habe ich was anderes da, ja. Da habe ich jetzt Nainggolan. Und ja, auf der rechten Seite habe ich, ich hoffe, du hast ihn nicht aufgeschrieben, und zwar in Form De Jong. Ach du Na, okay, du hast ihn nicht aufgeschrieben. Ich dachte, ja. De Jong. Und ich weiß, es war auch klar, De Jong, ja, eigentlich. Ich habe aber Fekir aufgeschrieben, weil es gibt eigentlich nur den Footmiss. Ich war mir nicht sicher, ob du den hast, aber das wäre halt schon sehr krass gewesen, so, wenn ich den jetzt dir weggesniped hätte. Aber ich dachte, du gehst mit einer Icon, aber es gibt keine belgische Icon, deswegen habe ich keine Icon aufgeschrieben. Allen, den gibt es ja leider nicht mehr, aber Naingo habe ich aufgeschrieben. Der darf auch weg. Ey, ich bin ehrlich zu dir, ich wollte so einen 31er Aktion machen. Ich wollte einfach Allen holen, dann dachte ich mir, scheiß auf die Coins. Warum habe ich nicht gut? Ah, Mann, De Jong, Digga, das wäre geil. Schönes Bronzemittelfeld. Wieso schreibe ich Fegi auf, ich Idiot? Machen wir mal direkt hier weiter. Ich halte mal hier rein. Also an sich, wenn du diesen einen Schlüsselspieler hast, dann könntest du mich jetzt ordentlich rasieren. Und zwar habe ich links, bin ich gegangen mit dem guten Axel Witzel. In der Mitte Marco Reus und rechts Delaney. De Bruyne, Deco und Allen. Ganz wichtig. Ich dachte mal so, nachdem Borussia hier so rasiert hat, vielleicht rasieren sie heute nochmal. Ja, wir machen direkt hier weiter, und zwar die beiden Außenverteidiger. So, Jungs, wir machen mal direkt hier weiter, und zwar die beiden Außenverteidiger. Ich halte jetzt hier rein. Links, ja, hätte alles Mögliche sein können. Da bin ich mit dem guten Jordi Alba. Und rechts bin ich gegangen mit Klostermann. Super. Ich habe Walker und Rossier aufgeschrieben. Kannst alle behalten, Digga. I like that. So, jetzt bin ich mal dran. Auf der linken Seite. Ehrlich, da war jetzt so schwer, ne? So, ich denke nicht jetzt, dass du ihn aufgeschrieben hast. War links Abwehr haben wir eine 80er Karte von Tottenham. Danny Rose. Jetzt wird es wieder natürlich kritisch, ja? Auf der rechten Seite haben wir nicht Semedo, sondern Sergio Roberto. Das beide behalten. Let's go. Mit Semedo und Lucas Hernandez gegangen. So, Jungs, also die letzten drei Positioners haben wir jetzt hier am Start. Ich hoffe, ich snipe irgendwas. Jetzt wird's wild. Okay, die letzten drei Spieler. Es geht um die Wurst. Ich schalte rein. Ja, die beiden Innenverteidiger, ja. Rüber zur italienische Liga, genau. Ja, und zwar Roman Gnoli haben wir am Start. Und gerade eben habe ich noch gemacht, ja. Und zwar Smalling, seine Headliner-Karte. Und im Tor haben wir einen Inform. Und zwar Sirigu haben wir hier am Start. Ich wollte wieder mit was kurieren gehen. Wie bei der letzten Aufnahme. Aber weil du so einfach gegangen bist, dachte ich, vielleicht verarschst du mich wieder. Ich habe aufgeschrieben, Alderweireld, Verdonghen und Alisson.
Kann die behalten. Kannst alle behalten. Lass mal schön schwitzen hier. Ey, ich hoffe, ich habe dich vielleicht auf eine falsche Fährte geführt. So, linker Innenverteidiger, Umtiti. Rechter Innenverteidiger, Lucas Hernandez. Und im Tor, Lecomte. Ich hab Piqué aufgeschrieben, Hummels. Und Ter Stegen. Ja! Boah, genau das habe ich gehofft. Genau das habe ich gehofft, dass du denkst, Deutscher und hier so. Gut, Team steht. Ich habe zwei Bronze-Spieler am Start. Lade jetzt Boss hier ein und dann starten wir. Let's go. Dann Let's starten wir go, mal. Einfach auf. Oh. Oh. Ja, jetzt oh. Mertens. Ries Mertens, Junge. Da war Digga, vollkommen frei, was ist denn da los, der Junge? Der falsche Spieler, der eine rennt weg, ich wollte ihn gar nicht steuern, ich wollte den Delaney, konnte ich nicht anwählen, dann war frei. Ich glaube, du wolltest wieder Urlaub machen, so schön in Brasilien. Ich glaube es auch, ja. Hazard ist jemand, der fällt überhaupt nicht auf. Delaney, der... Wow. Okay. Ich bin Druck da, was ist da? Wow. Stark Mertens! Ah! Ries! Hey, da Junge, ist komm. Ein bisschen mehr Action jetzt drin hier. Oh ne. Jawohl! Oh mein Gott, was machst du denn da? Mertens! Nein. Kann man mal probieren? Hey, Mertens gefällt mir irgendwie. Oh no. Scheiße. Scheiße. Oh! Oh. Wer war das? Bleib auf Schreuz. Oh no. Falscher Spieler. Gebet. Smalling, Reus? Bitte. Smalling, enttäusch mich doch einmal nicht, Smalling! Oh! Gott, du Scheiße! Zum Teufel! Oh nein. Jetzt. Oh, oh nein! Den. Ey, der Tunnel ist ja noch. Der Tunnel ist schon wieder. Oh mein Gott. Sag die Lene, weiter so. Hopp, weiter. Sag, Junge. Ich. Was? Wieso schieße ich mit so einem? Komm, wow. Haji! Ah, nein! Nein! Warum mache ich denn sowas? Ich bin dumm. Nein, bitte, warum mache ich denn sowas? Mann! Ja, Digga! Warum? Delaney, ich kann meinen Sechser nicht anwählen! Bitte! Torwart. Mach doch, ja. Mann, Junge, oh Mertens! Gott. Du bist doch vollkommen frei, Mann! Mit Fuß, Alter, ich glaub's nicht! Fuck! Bitte! Oh, guck mal, wie rechts! Rechts, Junge, lauf einfach, bitte! Nein! Renn um dein Leben! Nein, Hazard geht, er ist zu langsam, mein Spieler, nein! Yeah! Yeah, baby! Yes, Digga! Hazard! Oh, Jesus! Der Typ, den ich so gehatet hab, Digga, macht dir die ne? Zwei Hütten! Krass! Oh mein Gott! Bitte! Oh mein... Nein! Pfeif ab die Scheiße, Schiri! Pfeif sie ab! Mertens, komm, du kannst noch ein bisschen. Unglaublich! Unglaublich einfach! Er macht den nicht, Dicker! Wie schlecht der! Ey, ich hab so Lack gehabt am Ende noch. Digga, ich hab den drin gesehen! Rankomm. Ich auch! Scheiße! Hey. Oh, da, krass! Das ist gerade die Wiederholung von dem Ding, oder? Ah, ne, das war das erste. Ach du Scheiße! War das ein Fehlschuss, der Jung? Hier! Oh mein Gott! Guck mal, der Junge, der macht den nicht rein! Warte, schauen wir nochmal an. Weil ich dachte so, der sucht Mertens. Und Digga, zum Glück ist mein Umtiti da noch dran gekommen. Weil sonst hättest du schießen können direkt, der wäre drinne. Und so musstest du lupfen. Und der war halt auch. Oh mein Gott! Bin ready, Digga. Ein Pick. Nur ein Pick, bitte. Okay, ich bin ehrlich, ich will jetzt hier gar nicht so viel Spannung machen, so wie ich. Ich habe eine Position, okay? Bitte. Was hast du da? Was hast du da? Was? Ich sehe die Position schon vor Augen. Ey, ich sehe den Spieler auch. Ich sehe auch den Spieler dort. Sag mir, wo es ungefähr ist. Ich sag dir gar nichts, Digga. Weißt du, wo das ist? Ein. Linksverteidiger. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh, shit. Ey, ich kann schön duschen gehen gleich. Ach, die Scheiße, das gibt's da nicht. 75k ja. Kostet der Roman Gnoli.
Tut zwar ein bisschen weh, aber kein Mertens. Wo war er? Lass mich raten. Komm, lass, komm. Was sagst du? Safe vorne irgendwo, oder? Komm, sag an, was sagst du denn? Linker Flügel. Ey, da war Sergio Roberto, der war genau in der Mitte, Digga. So, Jungs, also, bisschen Glück gehabt. Ja, hat unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, die Daumen nach oben geht nochmal rüber zu Bossio. Checkt auf jeden Fall Bossio ab und in der Beschreibung ist verlinkt. Geiles Video gewesen, auch bei Bossio natürlich. Like da lassen, gönnt Hack, beide Kanäle abonnieren. In Zukunft werden wir bestimmt auch was drehen. Also, Dankeschön für alles. Bossio, du hast dir jetzt ein Wort, mein Freund. Ja, hat Spaß gemacht, wirklich. Es waren zwei geile Aufnahmen. Hat mich gefreut, hier zu sein. Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, support ich keinen Mord, ihr wisst, wie es läuft. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich bin raus, haut rein und ciao, ciao.